Und das ist das Geile in dem Spiel. Also in dem DLC, das... Ich will eigentlich nur den Bogen haben, ne? Das ist aber echt der schlechteste DLC, den ich je für irgendwas gekauft habe. Das ist einfach nur Hinhalterei, dass die Leute hingehalten werden und das Spiel spielen. Das hat nichts mit Content zu tun. Bloß wegen so einem lächerlichen Bogen. Den man nur kriegen kann, wenn man das Spiel eh schon durchgespielt hat. Weil jeder jetzt diesen Bogen haben will, zockt er diese Kacke hier, diesen Mist. Diesen räudigen Kack hier. Schade um das Leben, das hätten wir echt behalten können, das war unnötig. Ach, naja, was soll man machen? Es ist einfach schwachsinnig, es wird schwachsinnig bleiben. Alter. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Allerdings sind Leben wichtiger als jede Schnelligkeit, die man hier irgendwie braucht, um die Prüfung zu absolvieren. Die Leben sind viel wichtiger. Denn ohne die Leben kommt man natürlich nicht weit. Vor allem in den letzten Prüfungen, wenn man durch Fehler des Spiels stirbt. Ja! Oh, scheiße, Alter, Mann, es regt mich schon wieder so auf. Es regt mich schon wieder so auf, ne? Ja! Alter! Warum ist der letzte jetzt nicht reingeflogen? Ich raff's einfach nicht, ne? Ich raff's einfach... Rafft ihr das? Peilt ihr das irgendwie? Ich peil das nicht. Das... Immer das, was schief gehen kann, geht schief, wenn man es eilig hat. Komm, fall auch runter, Alter! Es ist so zum Kotzen, ne? Ey, ich zock das echt nicht mehr. Und man kriegt diesen Hurensohn einfach nicht tot, ne? Es bringt überhaupt nichts, was man hier macht. Es bringt überhaupt nichts. Das war's schon wieder gewesen hier einfach. Das war's einfach schon wieder gewesen. Echt, das ist so nervig, diese Scheiße hier, ne? Komm, mach hin und nimm doch das Scheißding auf, Alter. Vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es noch. Komm. Und jetzt bitte treff. Treff. Alter. Ist das ein Müll, das ist echt so ein Müll, ne? Ich kann euch gar nicht sagen, wie blöd das hier überhaupt ist. Jetzt kannst du Hunderte töten hier, weil es einfach tut. Das ist nur zum Hinhalten hier, die Scheiße, ne? Das hat überhaupt nichts mit Spielen zu tun. Komm, spring hier ran. Nächste Etappe. Was haben wir denn noch für schöne Waffen? Nehmen wir mal die Sichel, das ist, scheint momentan ist... Gut, wir nehmen die Sichel nicht. So, jetzt müssen wir hier wieder so Viecher töten, ne? Obwohl es bisher besser läuft als wie die anderen Male. Aber es hört wieder nicht sein müssen, dass wir dort sterben. Es hört echt nicht sein müssen. Verstehe auch nicht, warum man normale Zombies den Kopf mit einem Schlag abhauen kann. Und bei den Zombies geht's einfach nicht. Da sind die Knochen... Die Knochen sind einfach dicker. Warum auch immer, ja. Das sind Super-Zombies quasi. Oder vielleicht sind das, keine Ahnung, das sind so begabte Kinder gewesen, die einfach stärkere Knochen hatten. Und die ausgeprägter wurden. Mit dem Wachstum. Zieh dich! Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt was bringt, dass wir die so schnell töten. Es kann auch sein, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, ne? Alter!
Also diesen DLC empfehle ich keinen Zuschauer. Wirklich, das empfehle ich hier keinen Zuschauer. Das ist purer Mist, ist das, ne? Ich will das wirklich nur schaffen, weil ich den Bogen haben will. Aber von dem Spielspaß her, von dem Scheiß hier, ist das echt der größte Schrott überhaupt. Das hat nichts mit Spielspaß zu tun, es ist nur... Das ist einfach nur, dass die Leute 10 Euro ausgeben für Mist. Für wirklich Mist. Das ist nicht gelogen, es ist wirklich Mist. Nun komm, mach die Scheiße auf hier. Ich will den nächsten verfluchten Bereich betreten. Wo wir eh gleich wieder abkacken werden. Weil irgendwann ist die Geduld auch mal am Ende, ne? Das macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß. Ja, ich weiß. Den Tod bin ich schon 100.000 Mal davon gelaufen in dem Spiel, ja. Und jetzt kommst du an und willst mich hier prüfen. Hier bin ich letztes Mal auch an so einem dummen Fehler gestorben, einfach. Man hatte keine Chance. Man ist durch AOE-Effekte gestorben. Das ist schon echt traurig. Das ist schon wirklich traurig. Und vor allen Dingen muss man hier auch echt gut klettern können, ne? Man muss die Sprünge so präzise ansetzen, dass man möglichst wenig klettert und mit einem Sprung schon hochkommt. Und man muss ja später ja auch noch Schlösser knacken. Es kommt ja noch hinzu. Es bleibt ja nicht dabei, dass man einfach irgendwas erreichen muss. Man muss später auch noch Schlösser in einer bestimmten Zeit knacken, obwohl man von Gegnern angegriffen wird. Nun komm, Alter. Ich will nicht schon wieder verkacken hier, aber es ging wieder. Warte mal, bevor wir das jetzt machen, weil später muss man nämlich hier oben hin. Und da hat man natürlich wenig Zeit, das zu holen, da hochzuklettern. Und deswegen versuchen wir jetzt mal schnell, ob wir das jetzt so schnell holen können. Wir müssen einmal den hier und einmal den. Wie kommen wir zu den? Von da drüben. Und bei denen müssen wir uns hier langhangeln, ne? Alter. Man kann ihn jetzt noch nicht betätigen. Scheiße, verdammter Mist. Warum kann man das jetzt noch nicht machen? Ah, fuck, Alter. Wisst ihr, wie schwer das nachher ist, das zu machen? Das ist schon wieder so kacke, ne? Nachher hat man echt so wenig Zeit. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt im Voraus machen, aber nee. Scheiße. Kann man den hier vielleicht schon? Den kann man schon. Warum kann man den schon machen? Und den da oben nicht? Vielleicht in einer der nächsten Prüfungen. Wir sind gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt holen wir uns natürlich nochmal schnell erstmal hier die Bonuswaffe, weil nicht, dass wir später keine gute Waffe mehr haben und somit natürlich dann verkacken. Das wäre ein bisschen schade. Ein Messer neues. Was haben wir hier? Jagdmachete 242, 29. Das Säbel können wir wegkauen. Das ist eh scheiße. Wo sind noch schnell das Ding, das Paket? Warte mal, hier unten ist auch noch eins. Genau. Mit einem räudigen Hammer. Alter, ich wäre so froh, wenn ich die Scheiße hier mal schaffen würde. Ich wäre echt so froh, ne? Aber es ist zu heftig. Es ist wirklich zu heftig. Es ist einfach zu schwer. Es ist einfach zu schwer. Das ist ein bisschen zu schwer gemacht. Wenn man pro Prüfung 5 Sekunden mehr Zeit hätte, würde das schon enorm viel tun. Aber nee. Man hat diese 5 Sekunden nicht. Man hat sie einfach nicht. Jetzt musst du sie töten, bevor die Zeit abläuft. Hörst du? Alle. Jetzt kommt gleich so eine Kackprüfung. Warte mal, die müssen wir austauschen. Ich tausche mal mit der hier aus. Oder du stirbst. Komm, wo sind die?
Warum? Was macht der denn hier? Alter, ihr... Wo ist das Viech? Da muss man auch wieder enorm gut zielen können, ne? Das sind alles so Sachen... Das sind alles so Sachen, was auch viel mit Luck zu tun hat. Stirb, du Drecksviech! Haben wir den? Ja, Mann, den haben wir. Kann man die eigentlich jetzt schon öffnen, die Türen hier? Scheiße, das konnte ich noch nicht. Ich denke, wir haben gerade schon alle getötet. Komm schon, Mann, töte sie. Alter, wie viel der auch aushält, ne? Entschärfen Sie die Bombe. So, jetzt müssen wir die Bombe entschärfen. Ich sag, man muss wirklich ganz genau darauf achten, ne? Ansonsten verkackt man das. Kommt. Komm schon, Mann. Mach auf das Ding hier, verdammt. Ah, jetzt müssen wir alle Gegner töten. Jetzt versuchen wir aber erstmal nochmal schnell. Vielleicht können wir die Türen ja vorher schon knacken. Das geht natürlich wieder nicht. Aber wir können jetzt nochmal versuchen, hier oben hinzukommen. Und wie gesagt, wir müssen ja später da oben hin und da haben wir reichlich wenig Zeit. Deswegen versuchen wir das mal jetzt so schnell. Der hier war das, ne? Scheiße, Mann, aber der geht noch nicht hier. Wo haben wir denn hier überall noch Türen? Hier oben haben wir noch eine Tür. Vielleicht können wir irgendwas vorher schon knacken, weil das sind alles so Dinge, die wir jetzt vorher gleich mit dem... Die wir jetzt gleich knacken müssen. Und da haben wir einfach so wenig Zeit, ne? Scheiße, Mann, das geht aber alles nicht. Die haben das schon so gemacht, dass man das gar nicht vorher machen kann. Kacke. Wirklich kacke. Ich würde es so gerne schaffen hier. Ja. Was ist denn das Viech? Ich glaube, die Prüfung kommt jetzt. Nee, das ist die 15. Da kommen noch welche. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Reiß dich zusammen. Füllen Sie alle Schächte. Oh, scheiße. Oh Mann, da hinten ist der Erste. Warum ist da hinten der Erste? Ach so, das ist wieder das Startding. Das Ding hier geht eigentlich auch noch. Wenn man hier hochkommen würde, Alter! Nein, Alter, Mann, es ist schon wieder... Warum klettert der hier nicht hoch? Alter, es ist schon wieder so zum Kotzen, ne? Ja, verkackt. Verkackt, würde ich sagen, Alter. So eine Dreckspisse hier, ne? Alter, das Spiel kotzt mich so an. Das Spiel kotzt mich einfach so an. Alter, es ist so nervig, ne? Also, das ist wirklich das größte, allergrößte Drecksspiel, was ich je gespielt habe. Das allergrößte Mistspiel, was ich je gespielt habe. Dieses scheiß DLC hier. Es ist einfach nur der größte Schwachsinn überhaupt. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Es regt mich so auf hier, dieser Mist. Du wirst jetzt als Ja.
Man kann es nicht schaffen. Man kann es nicht schaffen. Und ich glaube, hiernach kommt dann die mega geile Prüfung, diese einfache, die man einfach immer schafft, weil sie so mega einfach gewählt ist. Ist einfach nur das geilste Spiel ever hier. Oder der geilste DLC, ich verwechsel es immer. Dying Light an sich ist ein cooles Spiel. Aber dieser DLC hier ist genial. Ja, ich würde gern, aber ich habe keine Ahnung, wo das Ding hier ist. Mann! Alter! Ja, und schon ist zu Ende, Alter. Es ist so zum Kotzen. Es ist zum... Ich spiele die Pisse nicht mehr. Echt, das war die allerletzte Folge. Ich spiele diesen Müll nicht mehr. Das ist mir zu blöd. Ich bin mal gespannt, was diese Bestenlisten jetzt sagen. Es ist mir echt zu blöd. Es gibt keine anderen, die das spielen. Ich bin der Einzige, der das spielt. Alter, es ist so nervig. Prüfung 15. Also gut, Leute, ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch gut. Eine neue Folge von Dying Light wird es vielleicht nicht geben, erst wenn ich den Bogen wieder habe. Aber ich werde diese Prüfung höchstwahrscheinlich nicht mehr aufzeichnen, weil mich das Spiel einfach nur zum Ausrasten bringt. Es ist nicht zu empfehlen. Die Entwickler haben hier wirklich die größte Drecksarbeit geleistet, die größte Drecksarbeit, die es gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Arbeiter verdient hat, 10 Euro mit diesem DLC zu machen, was man ja bezahlen muss, weil es ist wirklich nur Hinhalterei. Es hat nichts mehr mit Spielspaß zu tun und das alles nur für eine Belohnung, einen Bogen, der wahrscheinlich scheiße ist, ich habe keine Ahnung. Aber man kann den Bogen ja wahrscheinlich auch nur kriegen, wenn man das Spiel durch hat, weil man kann ja diese Prüfung hier auch nur machen, wenn man das Spiel durch hat, ne? Und deswegen glaube ich, dass der Bogen gar nicht so viel wert sein kann, 10 Euro wert sein kann, dass das Spiel enorm geiler wird. Und dass sich das Ganze hier einfach lohnt. Also trotzdem danke fürs Zuschauen. Likes, Kommentare natürlich gern gesehen. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das findet, diesen DLC. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei irgendwelchen anderen Let's Plays oder hören uns bei irgendwelchen anderen Let's Plays von mir. Ihr könnt euch ja mal umschauen in meinen Kanal. Ich biete noch andere Sachen an. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.